Herzlich willkommen zum heutigen Videoausschussreport. Das war übrigens der 60. Digitalausschuss in dieser Legislaturperiode und heute hatten wir zwei Themen. Zum einen haben wir uns, wie angekündigt, mit digitaler Bildung befasst. Da war der Generalsekretär der Kultusministerkonferenz Udo Michalik zu Gast und wir haben über das Thema Privacy Shield Urteil des Europäischen Gerichtshofs gesprochen. Da war das Bundesinnenministerium und Ulrich Kelber, der Bundesdatenschutzbeauftragte, im Ausschuss. Ich möchte euch zuerst vom digitalen Bildungsthema erzählen. Das war etwas enttäuschend. Wir hatten uns nach der letzten Woche eigentlich sehr viel aus der Länderperspektive erwartet. Aber ehrlich gesagt, nach diesem Ausschuss frage ich mich, was macht eigentlich die Kultusministerkonferenz? Eigentlich der Zusammenschluss der Bildungsminister der jeweiligen Bundesländer, wo ich gedacht habe, die tauschen sich untereinander aus, Erfahrungen und so weiter, das scheint irgendwie nicht der Fall zu sein. Zum Beispiel hat Rheinland-Pfalz einen Messenger-Dienst entwickelt, damit die Schüler in Kommunikation mit den Lehrern nicht WhatsApp-Gruppen verwenden, kann sich jeder ja denken, warum nicht. Dieser Messenger, habe ich gedacht, könnte dann ja auch in anderen Bundesländern benutzt werden. Also habe ich gefragt, tauscht man sich aus, ist der Open Source? Wusste der gar nicht, Austausch gibt es nicht. Dann habe ich gefragt, wie es denn ist, zum Beispiel mit Schüler-E-Mail-Adressen. Die HPI-Schulcloud kann man nur nutzen, wenn alle SchülerInnen eine eigene E-Mail-Adresse haben. Die gibt es aber vielerorts nicht von staatlicher Seite. Google-Mail-Adressen will man Kindern auch nicht unbedingt empfehlen für die Schule, also eher nie. Da war also die Frage, wenn das manche Länder so haben, wie zum Beispiel Baden-Württemberg, warum haben das andere Länder nicht und können die sich da nicht auch austauschen, wie man es am besten macht? Nein, sie tauschen sich nicht aus. Dann haben wir gefragt danach, gibt es denn Empfehlungen für datenschutzfreundliche Tools im Allgemeinen? Videokonferenzsysteme, Messenger und so weiter. Gibt es da Empfehlungen von Seiten der KMK? Nö, gibt es auch nicht, machen die Länder alle alleine. Und so richtig seltsam wurde es, als ich nach dem Bildungstarif fürs Internet gefragt habe. Wenn ihr letzte Woche meinen Ausschussreport gehört habt, hier wäre er nochmal verlinkt, falls ihr da reinhören wollt, dann wisst ihr vielleicht noch, dass ich den Vertreter des Bundesbildungsministeriums gefragt habe, wie es denn bei diesem speziell Internet nur für Bildungsinhalte so aussieht mit dem Thema Bildungsgerechtigkeit, Netzneutralität. Wie stellt man eigentlich fest, was Bildungsinhalte sind? Woran ist der Erhalt eines solchen Bildungstarifs geknüpft? Das hatte ich gefragt. Und letzte Woche kam die Antwort, keine Ahnung. Wir, der Bund, haben damit ja nichts zu tun, außer die Initiative eingeleitet zu haben. Das müssen die Länder machen. Heute habe ich den Vertreter der Kultusminister gefragt und er sagte, das weiß nur der Bund. Jetzt weiß ich nicht mehr, wen wir fragen sollen. Dann habe ich noch gefragt, wie sieht es denn aus mit der Umsetzungsrichtlinie für die IT-Admins? Auch letzte Woche hatte ich schon erzählt, dass manche Kommunen gar keine Mittel für Computer für Schüler beantragen, weil sie nicht wissen, wie sie das administrieren sollen. In meiner Heimatstadt haben wir einfach im Internet danach gesucht, wo gibt es denn diese Zusage für Gelder für IT-Admins und haben nichts gefunden. Also habe ich heute gefragt, wo findet man denn da was als Schule oder Kommune, als Träger? Die Antwort war noch gar nicht, weil die ist ja noch in Abstimmung und ja, es kann halt dauern. Ist ja auch nicht eilig, das bisschen Corona, warum? Als ich fragte, sind denn die Schulen jetzt besser vorbereitet, wenn es einen zweiten Lockdown geben sollte, war die Antwort trotzdem, oh ja, sehr viel besser vorbereitet. Das mag vielleicht auf die ein oder andere Schule zutreffen, ich glaube für die meisten leider nicht. Und das beunruhigt mich ein bisschen, auch wenn ich hoffe, dass es natürlich keinen zweiten Lockdown gibt. Gefragt habe ich auch, was ist denn jetzt mit den diversen Bildungsplattformen? Der Vertreter der Kultusministerkonferenz erzählte nämlich auch, dass die Länder gemeinsam eine Bildungsplattform entwickelt haben, die frisch live gegangen heißt, irgendwas mit Mundo. Und da war ja auch was mit der HBI Schulcloud, die ist auch eine Bildungsplattform. Und ich erinnere mich, Saskia Esken hat ja auch was erzählt von einer Bundesbildungsplattform. Also habe ich gefragt, diese drei Dinger, sind die kompatibel? Werden die irgendwie interoperabel entwickelt? Nö, die sind mehr so parallel, war die Antwort. Aber eine positive Nachricht habe ich heute auch gehört. Und zwar weiß ich von Schulen, dass es oft sehr schwer haben, überhaupt den Antrag auszufüllen, weil man für die Mittel des Digitalpakts schon ein medienpädagogisches Konzept braucht. Da habe ich gefragt, kann man das nicht machen wie bei der Beantragung von Breitbandfördermitteln des Bundes?
dass man total einfach und niedrigschwellig schon mal an erste Mittel rankommt, um so ein Konzept zu entwickeln und einen ordentlichen Antrag zu stellen. Das ist bisher nämlich nicht so. Aber das Problem hat man bei der KMK auch schon erkannt. Da ist man offenbar in Abstimmung, die Förderrichtlinien der Länder so zu öffnen, dass man auf diese Art und Weise Geld beantragen kann und dann schneller zu einem richtigen, guten Antrag kommt. Das war es aus dem Bildungsthema. Bisschen länger, bisschen tiefer, aber es ist ja ein sehr wichtiges Thema. Ich hoffe, ihr bleibt noch dabei. Jetzt geht es um Privacy Shield, völlig anderes Thema. Aber wie der Vertreter des Ministeriums sagte, ein wirklich bahnbrechendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Das betrifft nämlich jeden Datenaustausch von personenbezogenen Daten aus Europa in Richtung USA. Max Schrems aus Österreich hatte gegen die Auslieferung von Facebook-Daten an die USA geklagt. Er hat gewonnen und das gilt dann aber quasi für alle. Die Rechtsgrundlage, die die Datenschutzgrundverordnung für so einen Datenaustausch nämlich vorschreibt, sollte das sogenannte Privacy Shield sein. Das ist der Nachfolger von Safe Harbor und beides sind Vereinbarungen, die Europäische Union mit dem Handelsministerium der USA geschlossen hat. Und beide sind nichtig und damit keine Rechtsgrundlage mehr. Das heißt, es gibt im Moment keine legale Möglichkeit, personenbezogene Daten zwischen Deutschland oder anderen europäischen Ländern und den USA auszutauschen. Das betrifft über 5000 Unternehmen, die auf der Basis von Privacy Shield ihre Geschäftsmodelle aufgebaut haben. Das betrifft Unternehmen wie Facebook und Google, alle möglichen anderen. Es betrifft aber auch Behörden, wie er heute nochmal festgestellt hat. Ich habe genau gefragt, ja, welche Behörden denn und welche Art von Datenaustausch findet denn dann mit den USA statt? Das wusste er dann auch nicht so genau. Aber ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass der Datenschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg verkündet hat, dass dieses Urteil gleichermaßen Anwendung findet auf die Nutzung von Daten von EuropäerInnen durch US-amerikanische Geheimdienste. Übersetzt heißt das zum Beispiel, dass die aktuell massenhaft stattfindende Datenausleitung am größten Internetknotenpunkt in Deutschland, Frankfurt am Main, die BZIX, dass diese Datenauslieferung an US-amerikanische Geheimdienste illegal ist. Ich habe den Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber gefragt, ob er das auch so sieht wie sein Kollege aus Baden-Württemberg. Er hat das schlicht bejaht. Ich habe gefragt, müssen dann die Bundesregierung, müssen da auch Bußgelder zahlen? War natürlich eine Quatschfrage, weil Bußgelder hat die Bundesregierung natürlich für sich selbst erlassen, dass sie die niemals zahlen muss. Das müssen nur Unternehmen, aber natürlich sind sie an Recht und Gesetz gebunden, eigentlich. Also bei Überwachung wissen wir, das machen sie nicht immer. Sich dran halten, meine ich. Geurteilt hat der Europäische Gerichtshof aber nicht nur über das Privacy Shield, sondern auch über die Standardvertragsklauseln. Die sind nicht generell für nichtig erklärt worden. Die könnten dann eine Rechtsgrundlage bilden, wenn man sie so gestaltet, dass trotzdem der Standard des europäischen Datenschutzes eingehalten wird. Das ist extrem selten, fast nie eigentlich der Fall, wenn man Daten auf Basis dieser Standardvertragsklauseln mit den USA austauscht. Bundesdatenschützer Kelber meinte aber, es wäre durchaus denkbar, dass es Möglichkeiten gäbe, über Standardvertragsklauseln auch rechtskonforme Lösungen zu entwickeln. Er skizzierte ein Beispiel, etwa wenn man eine Cloud in den USA hat, auf der personenbezogene Daten zum Beispiel von mir herumliegen, die aber ganz hart verschlüsselt sind und ich der einzige Mensch bin, der den Schlüssel hat und nicht die Geheimdienste und auch nicht das US-amerikanische Unternehmen, dem die Cloud gehört. Sowas wäre denkbar. Da ist jetzt also viel Nacharbeit zu leisten. Ich habe Bundesdatenschützer Kelber aber auch gefragt, ob dann auch rückwirkend für 4 Jahre im Prinzip rechtswidrigen Datenaustausch Bußgelder anfallen. Da hat er zwar gesagt, man konnte ahnen, dass es rechtswidrig ist, aber so genau wissen eigentlich nicht. Da fallen also keine an. Aber es gibt keine Schonfrist. Das Urteil stellt also mit sofortiger Rechtswirkung fest, was Unternehmen oder auch Behörden tun und lassen müssen. Da sind die jetzt ordentlich am Rödeln und parallel hat natürlich die EU-Kommission Verhandlungen aufgenommen mit dem Handelsministerium der USA, um ein Nachfolgeabkommen zu vereinbaren. Hoffen wir mal, dass es nicht das dritte rechtswidrige Abkommen wird, das dann vielleicht Schrems III heißt
so wie die Urteile in den ersten beiden Fällen Schrems 1 und 2 hießen, nämlich nach Max Schrems, der jeweils die Gerichtsverfahren angestoßen hat. Danke Max, nach Österreich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin ans Ende gekommen, war wieder ein etwas längerer Report, aber es waren ja auch zwei spannende, hochaktuelle Themen, wo ein bisschen mehr Detail, finde ich, ja auch nicht schadet. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt mir einen Kommentar, teilt das Video und falls ihr noch nicht eine der 400 AbonnentInnen seid, abonniert den Kanal. Ich würde mich drüber freuen und ich freue mich auch, wenn ihr gesund bleibt und beim nächsten Mal wieder hier in den Kanal schaut. Bis dann.